Schnapp die Crackpuppe! Sollte ich ein schlechtes Gewissen haben? Nein. Nicht wirklich. Können wir die Puppe wieder mitnehmen? Lassen wir ihn ruhen. Ach, schade. Der hat mir immer so viel Spaß gemacht. Können wir jetzt in den Müllschacht schauen? Der Schacht, mit dem alles begann. Die Frage ist, müssen wir da jetzt runter? Oder hinter dem Gemälde hat es doch Klick gemacht? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Das Geräusch kam irgendwie von diesem Gemälde. Aber es ist riesig. Ja, dann mach's doch kaputt. Nimm's doch runter. Mit Fischöl am besten. Das könnte... Ach Quatsch, natürlich mit dem Stachel aufreißen. Wo soll ich ihn denn reinstecken? Bitte, was ist das denn für eine Frage jetzt? Das... Ich bin empört und überrascht gleichermaßen. Diamant! Oh, Diamant, 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 Diamant. Oh, wie er glitzert. Ich frag mich, ob Laura Diamanten mag. Nein, Frauen mögen sowas grundsätzlich nicht. So, Diamant und Kronleuchter. Ha, wenn ich früher was kaputt gemacht habe, hat Conroy mich tagelang im Luftschacht wohnen lassen. Und? Was willst du jetzt machen, Conroy, hä? Wäre lustig, wenn jetzt irgendwo eine Stimme herkäme oder wenn er jetzt irgendwo herkäme. Na, egal. Nein, er ist kaputt und ich will ihn nicht. That's what she said. Da komme ich nicht lang. Da komme ich offenbar nicht lang in den Flur. Da ist noch Puderzucker, kann ich aber nicht mehr nehmen. Ne? Jetzt habe ich einen Diamanten und einen Stachel. Conroys Thron. Conroys Thron. Eindeutig viel zu groß für ihn. Können wir den... Ah! Huch! Man merkt, dass dieser Thron Conroy gehört. Er ist alt, kaputt und faltig oder was? Jetzt haben wir eine Sprungfeder, einen Diamanten, einen Stachel... Und komm an den Stuhl. Nochmal setze ich mich da nicht drauf. Gemälde, kann man das irgendwie... Das könnte kombinieren? Das macht... Fischöl, K.O.-Tropfen, ich weiß nicht genau. Ich guck mir das mal alles an hier. Conroys Anti-Schuppen-Fischöl. Der Geruch erinnert mich so sehr an ihn. Das ist eins von Conroys Hausmitteln. Das hat er abends genommen, wenn er nicht schlafen konnte oder einsam war. Kann man das tauschen? Nee, ne? Das könnte... Nee. Das könnte... Naja. Das funktioniert gar nicht. Sprungfeder jetzt. Hat er gerade was geglitzert im Modell? Kann man das Modell vielleicht irgendwie kaputt machen? Nee, ne? Das mache ich. Nee, Conroy Handpuppe. Hier ruht Conroy. Zerfetzt. Verbrannt. Zerschlissen und vollgesabbert. Und immer noch zu gut für ihn. Ich glaube, der mag den nicht mehr. Balkon. Da würde ich nicht rausgehen momentan. Ein Basilenangriff. Ich muss Conroy aufhalten, bevor er noch mehr auf das Volk loslässt. Die Frage ist nur, wie? Zu gefährlich da draußen. Und zum Runterspringen zu hoch. Quatsch, du hast eine Sprungfeder. Ist doch alles gut. Müssen wir jetzt irgendwas da in den Schacht schmeißen? Ich glaube nicht, dass... Oder selber reinsteigen? Na klar, dann fangen wir eben nochmal von vorne an. Ach so, das war ironisch gemeint. Ach so. Gut, Fischöl reinkippen? Nein. K.O.-Tropfen reinkippen? Nein. Diamant wegschmeißen? Naja. Ein Stachel, Alter, wozu ist der Müllschacht da? Das war doch... Natürlich ist das geraten. Mit dem Diamanten können wir vielleicht das Gemälde aufritzen. Naja. Aber offenbar nicht. Mit der Sprungfeder könnten wir das Gemälde aufritzen. Warum soll... Mann! Stachel! Wo soll ich ihn denn reinstecken? Nicht, dass wir ja auch so das falsche Loch erwischen. Das wäre natürlich doof. Das heißt, wir müssen da genau gucken, was wir machen. Mit Conroys Thron vielleicht den Stachel nochmal da reinstecken und das Loch ausweiten. Nein. Auch nicht. Die Sprungfeder wieder reinstecken geht nicht? Nein. Ach, ein Basilenmodell. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Kann man das mitnehmen gleich? Das Modell eines Basilen mit einem buschigen Schweif. Ein Basilant sozusagen. So, das können wir doch bestimmt wieder zusammenbasteln. Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Naja. Hallo?
Ich habe doch gerade wieder Nein. einen Geistesblitz gehabt, der nicht funktioniert. Hier ist Modell, das können wir leider nicht benutzen. Kann ich nicht mitnehmen. Ist doch viel zu deprimierend. Kann ich da vielleicht Fischöl reinkippen? Naja. Nein, kann ich natürlich nicht. Vom Balkon aus. Basylmodell. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen, aber es ist riesig. Es ist riesig. Als sich der Thron geschlossen hat, hat es hier irgendwo Klick gemacht. Es muss etwas mit diesem Gemälde zu tun haben. Was ich brauche, ist eine Spur. Eine Spur. Und wir haben noch Puderzucker da hinten. Basilmodell? So. Ein weißer Basil. Komisch, seine Augen sehen plötzlich größer aus. Woran das wohl liegt? Vielleicht können wir jetzt mit dem Puderzucker quasi hier Detektivarbeit machen. Aha. Ha, Fingerabdrücke. Verteilt um eine verdächtig aussehende Vertiefung. Im Brustkasten des alten Mannes. Da ist eine winzige Vertiefung. Ja, können wir die vielleicht begrammeln? Sie ist viel zu schmal. Da passt mein Finger nicht rein. Aber ein Stachel passt da rein. Ins Herz des alten Mannes. Naja, ja, den Lungenflügel. Hauptsache, es passt. Ich lasse den Stachel lieber stecken, damit der Thron offen bleibt. Genau, wenn Conroy zurückkommt, damit er bloß nicht merkt, was hier los ist. Wenn die Puppe hier rumliegt, alles kaputt ist, der Thron offen ist, der findet uns nie. So, jetzt sind wir wieder hier und gehen erstmal ins Labor. Da wollten wir eh schon rein. Oh, der Vater. Ich hab ihn gefunden. Ist das dein Vater? Ja. Ich glaube, er kann mich hören. Denkst du nicht? Naja, also das Glas sieht ziemlich dick aus. Und er wirkt nicht, als wenn er überhaupt noch viel mitbekommt. Ich meine, keine Sorge. Er weiß, dass ich hier bin. Papa! Okay, komm mit. Wir finden einen Weg, ihn da rauszuholen. Nein, ich bleib hier. Ich will ihn nicht alleine lassen. Aber du hast ihn seit Jahren nicht gesehen. Auf ein paar Momente mehr kommt's doch jetzt auch nicht mehr an. Und er wird es eh nicht merken, also... Flötennase, hör einfach auf, mich zu trösten. Entschuldigung, ich geh da mal. Viel Spaß. Und lass dich nicht töten. Okay. Sonst bring ich dich um. Alles klar. Na gut, dann werd ich mal. Tschüss. Okay, wir haben den Vater. Seine Arme bewegen sich so da drin in der Flüssigkeit wie diese Arme hier. Und hier kriegt er Stromstöße, sobald er seine Tochter umarmen will. Und wir haben einen Diamanten, aus dem man bestimmt Riminepo, aus dem man bestimmt einen schönen Glasschneider basteln kann. Ach, Laura, lass dich mal trösten. Laura, willst du nicht doch mitkommen? Nein. Er merkt es, wenn ich weg bin. Ich glaube, er würde es nicht mal merken, wenn das Labor in Flammen steht. Okay, die Frage ist, wie kriegen wir den da jetzt raus? Hier haben wir ein paar verschiedene Hände. Eine künstliche Hand, zur Faust geballt. Erhebt euch, Revolution! Und können wir die Hände da vielleicht austauschen? Nee, können wir gar nicht. Mechanische Hände und da Fließband. Ich guck mich erstmal um. Ein Fließband mit Basilenteilen. Es ist das Fließband des Todes. Hier könnte man natürlich auch super irgendwie Autos produzieren. Henry Ford hätte seine Freude daran. Die Greifarme scheinen mit seinem Kopf verbunden zu sein. Er steuert seine Hände mit seinen Gedanken. Wahnsinn. So, mal gucken. Nein, ich habe keine Lust, zu einem Basilen verarbeitet zu werden. Natürlich hast du das nicht. Hier haben wir irgendwelche Ersatzteile, die wir nicht benutzen können. Da ist ein Loch, Aufzug, Gitter. Da war wahrscheinlich mal ein Aufzugsknopf. Er ist rausgebrochen. Hier ist der Aufzug. Ein Aufzug. Ich glaube, er ist für Essen gedacht. Aber ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Vielleicht, Alter, heute rufen da
dauernd Leute auf dem Handy an. Da willst du echt mal ein bisschen aufnehmen und im Akkord rufen jetzt die Leute an. Das gibt's gar nicht. Auf jeden Fall, vielleicht war das für eine Zeit, als der Reminepo noch nicht in diesem Basin gefangen war, sondern vielleicht hier noch rumlief oder irgendwas. Hier ist ein Gitter. Huch. Ach so. Der erinnert mich irgendwie an den einen Typen aus der Muppet Show. Der Miep oder wie der heißt. Miep. Miep, 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 Miep. Und der malt lauter Häuser vom Nikolaus, wie es hier aussieht, überall. Was ist das denn? Häschen, kleine niedliche Häschen. Fließbänder. Die Basilenteile, die Reminepo baut, werden darauf transportiert. Es hat was Beruhigendes, wenn man sie eine Weile lang anstarrt. Und der hat gerade ein Fliegenproblem hier, seltsamer Typ. Vielleicht ist es ja nur die Perspektive, aber dieser Kerl sieht unheimlich schräg aus. Ja, auch nicht schräger als alle anderen hier. Hallo, kann ich euch eine Frage stellen? Er hat offenbar Wichtigeres zu tun. Der wundert sich auch gar nicht, dass hier jemand ist. Fliege. Der seltsame Typ jagt sie, aber ich wette, wenn er sie erwischt, ist er traurig. Dann hat er auch nichts mehr zu tun. Ich komme nicht ran. Natürlich nicht. Und auch nicht Faust und Sprungfeder. Das war einfach. Faust mit Sprungfeder. Was man jetzt damit macht... Eine Faust an einer Sprungfeder. Sitzt wie angegossen. Was man jetzt damit macht, weiß ich aber auch nicht. Achso, Moment. Komisch, dass er an seine Nase kommt durchs Gitter. Naja, egal. Fließbänder. Was haben wir hier noch so alles? Da ist der Aufzug mit Knopf. Der seltsame Typ, aber ich wette... Aufzugsknopf. Ich schätze, mit dem Knopf kann er sich den Aufzug rufen. Aufzug? Ah, hier führt also der Aufzug hin. In welchem komischen Aufzug du hier wieder rumläufst? Faust mit Sprungfeder auf den Aufzugsknopf? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Die Faust sieht auch zu groß aus für das Loch. K.O.-Tropfen, Fischöl, kann ich hier irgendwie... Naja... Nicht K.O., nee, nicht Diamant. Oh, ich frag mich. Vielleicht K.O.-Tropfen? Warum sollte ich... Vielleicht müssen wir dem Typen irgendwie einen Drink runterschicken oder irgendwas mit K.O.-Tropfen, irgendwie sowas. Aufzug. Und da brauchen wir irgendwas fürs Loch. Können wir den Diamanten ins Loch stecken? Nee, ne? Das wird nicht klappen. Faust mit Sprungfeder wird auch nicht gehen. Das mache ich nicht. Ah, wie er sich manchmal anstellt. Reminepo, ach, den haben wir noch gar nicht angeguckt. Das ist also Lauras Vater. Sein Name ist Dr. Reminepo. Hallo, können Sie mich hören? Ja, Papa, kannst du mich hören? Ah, wir müssen diese Blitze abstellen. Ja, bevor sein Gehirn komplett getoastet wird. Die Frage ist nur, wie stellen wir die denn ab? Dass wir die abstellen müssen, wissen wir ja. Ich glaube, diese Anschlüsse führen aus seinem Kopf oder hinein. Er ist mit dem ganzen Hangar verbunden. Gruselig. Offenbar baut er hier einfach alles. Nein, die lasse ich lieber, wo sie am Ende machen. Können wir nicht mit dem Diamanten ein Loch reinschneiden? Also nicht in den Reminepo? Dr. Reminepo, können Sie das hier gebrauchen? Ah. Das... Ah, um Gottes... Robert, hör auf! Du bringst ihn noch um! Und wenn du das tust, werde ich dich auf die langsamste, erdenkliche Art töten, die du dir nicht mal mehr vorstellen kannst. Sorry. Okay... Fließband. Ich frage mich, was passiert, wenn wir jetzt die ganze Zeit irgendwie mit dem quatschen und der immer Stromschläge kriegt, ob der wirklich irgendwann mal stirbt. Das wäre ja... Naja, lustig wäre es nicht, aber eigentlich ein cooles Feature. Ein Basilenbauplan. Conroy, dieser Wahnsinnige, hat das Volk die ganze Zeit mit Maschinen terrorisiert. Skynet. Nein, ich will mir jetzt keinen Basilen bauen. Da draußen sind mehr als genug. Es stünde dir aber gut zu Angesichte, so ein kleiner Basil. Da geht's wieder zurück zum Hangar. Zu den Hangar Games. Mechanische Hände. Ach so. Nein, ich... Können wir die vielleicht... Nein, ich hab... Fischöl drauf?
Nein, ich hab... Boah, der ist auch nur am Meckern. K.O.-Tropfen? Nein, ich... Das gibt's doch gar nicht.